Also Thema habt ihr jetzt irgendwie gehabt über die letzten Wochen auch, mit ein bisschen Sommerpause zwischendrin, Heiliger Geist, so auf Gottes Stimme hören und so die Sachen. Und ich habe mir gedacht, da reihe ich mich mal ein und ich will mit einem Bild anfangen, das ich euch versuche zu malen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild auch, wer eine Bibel schon mal gelesen hat, hat sicherlich auch dieses Bild schon mal gesehen. Dieses Bild kommt aus Psalm 1. Wohl dem steht da, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. So, ihr seht dieses Bild. Also sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen und so weiter, sondern bleibt bei seinem Wort. Wunderbar. Und dann wird beschrieben, wie sich so ein Mensch irgendwie dann auch zeigt und entfaltet. Der ist wie ein Baum, sagt der Psalmschreiber, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Also, ich finde es eine wunderschöne Szenerie. Also, so dieser Wasserbach, der da so durchfließt, kann ich mir vorstellen. Ich komme ja aus dem Remstal, nicht ganz so weit weg von hier. Und da haben wir viele Streuobstwiesen, unsere Stückler halt, gell? Muss ich auch wieder mähen dieses Jahr. Und da fließen also die Bäche entlang und entlang diesen Bächen stehen halt Bäume. Und dann ist im Frühjahr Blütezeit und es ist wunderschön, da durchzulaufen, diese weiten Kirschblüten und Apfelblüten und alles zu sehen. Die Vögel lieben es. Im Sommer duftet dann das frisch geschnittene Gras und dann reifen da langsam die Früchte heran. Und wenn wir einen guten Sommer hatten, mit ein bisschen Wasser, aber auch eben viel Sonne, dann reichen da so richtig schöne Äpfel heran. Und wenn dann Erntezeit ist, so wie jetzt, da hängen sie dann eben die Rosenäpfel auf der Wiese von meinem Onkel. Und die sich deutlich von diesem grünen Baum abheben. Ja, es ist recht romantisch, dieses Bild, das vielleicht auch der Psalmschreiber hier uns beschreibt. Und wer aus so einer Gegend kommt, ihr vielleicht hier auch, der weiß, dass wenn dann hier Blütezeit ist, im März, April, Mai oder so, dass da schon auch romantische Gefühle hochkommen. Und dass es auch gut ist, also Heiratsanträge zu dieser Zeit in der Gegend auch gute Chancen auf Erfolg haben. Letztendlich sagt der Psalmschreiber, Leute, bleibt im Wort verwurzelt, sitzt nicht bei dem Spöttern und dann wirst du Frucht bringen zu deiner Zeit. Gott wird dein Leben verändern, du wirst aus dem Wasser, das hier fließt, auch irgendwie schöpfen können und dann wirst du Frucht bringen, da werden in deinem Leben auch schöne Äpfel hängen und es wird gut sein und dann ist es auch alles wunderbar. Ein schönes, fast schon romantisches Bild. So, und dann kommt der Jesus. Heieiei. Und dann kommt der Jesus und er macht dieses Bild komplett kaputt. Er zerstört dieses schöne, romantische und tolle Bild. Aber so richtig. Lass mich lesen. Markus 11, Vers 12. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und dann heißt es, am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, da hungerte ihn. Okay, Jesus hat auch mal Hunger. Wunderbar, kein Problem. Er hat jetzt kein Lieferando, sondern er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Und da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Okay, kann man sagen, passt, Jesus, du bist Zimmermann, kein Gärtner, kein Landwirt. Da kann man schon mal checken, dass der Feigenbaum jetzt eben noch keine Feigen hat und lauf halt weiter, geh zum nächsten Laden, vermehr ein paar Brote, wie auch immer, irgendwie kannst du deinen Hunger schon stillen. Aber nicht Jesus. Da antwortete Jesus und sprach zu diesem Feigebaum, nun esse niemand mehr deine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und am nächsten Tag, als sie vorbeikommen, ist dieser Baum verdorrt. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es ganz schön unfair. Ich finde das ganz schön krass. Vor allem, dass Jesus hier irgendwie so wütend wird, dass er diesen Baum dann gleich verflucht. Und der Baum stirbt ja dann auch. Ich hätte es verstanden, also gehen wir mal in unseren Kontext, ich hätte es verstanden, wenn Jesus jetzt im September an einem Apfelbaum vorbeigekommen wäre und da wären keine Äpfel dran gehangen. Dann hätte ich es verstanden. Hätte man sagen können, hey, ich hab dich gegossen, ich habe gepflegt irgendwie, jetzt ist auch die Jahreszeit für Äpfel, jetzt sollte irgendwie auch Frucht an dir hängen und wenn da keine Frucht an dir hängt, ja, was bringt mir dann der Baum? Da hätte ich es verstanden, wenn Jesus gesagt hätte, ja, im September ist Erntezeit, eigentlich solltest du Frucht haben, aber du hast keine, jetzt verfluche ich dich. Das hätte ich vielleicht noch irgendwie verstehen können.
aber ich kann auch nicht im Mai oder im Februar an einem Apfelbaum vorbeilaufen und mich dann aufrängen, dass da keine Äpfel dranhängen. Das geht nicht. Das entspricht nicht den normalen Erwartungen. Das entspricht nicht dem, was richtig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, Jesus, du solltest irgendwie mal ein Seminar zum Erwartungsmanagement oder Erwartungshaltungsmanagement machen. Vielleicht auch bietet ihr sowas hier in der Gemeinde an. Wir haben es ja schon von Erwartungen gehabt. Es ist unfair, dass du von diesem Baum das Unmögliche erwartest. Es ist unfair, dass du über das Erwartbare hinaus Dinge erwartest und dich dann auch noch aufregst, dass der Baum nicht liefert, dass da keine Äpfel dranhängen. Ist es unfair? Ja, es ist wirklich unfair, wenn man mit unseren menschlichen Maßstäben ansetzt. Dann ist es tatsächlich unfair, im Mai oder im Februar, selbst im Juni, zu erwarten, dass ein Apfelbaum Äpfel trägt. Das ist unfair. Jesus fordert uns aber heraus, eben nicht mit menschlichen Maßstäben unterwegs zu sein. Und letztlich ist er auch der Einzige, der das fordern darf. Jesus fordert dich und mich heraus, eben nicht mit dem menschlichen Maßstab unterwegs zu sein. Und letztlich ist er auch der Einzige, der das von uns fordern darf. Römerbrief: richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Jesus erwartet nicht, dass wir aus uns heraus Frucht produzieren oder dass dieser Apfelbaum Frucht produziert, wenn es nicht seine Jahreszeit ist. Nein, er nimmt ja alles, was uns trennt, von ihm weg ans Kreuz und eröffnet einen Weg hinein in seine Gegenwart. Und so lebe ich in seinem Geist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, und sie ist nun in uns. Und mit dieser Voraussetzung, mit diesem Maßstab ist tatsächlich völlig in Ordnung, auch außerhalb der Erntezeit Frucht zu erwarten. Darf ich euch noch ein Bild malen? Ich mach's einfach. Hesekiel, Prophet, und er hat eine Vision und ein Engel führt ihn. Und wir lesen ja im 47. Kapitel, dass der Engel ihn an den Tempel führt. Und aus diesem Tempel kommt wie so ein kleiner Bach hervor, so ein Strom hervor, also aus der Gegenwart Gottes. Und dieser Bach ist so ein Symbol für diese Gegenwart Gottes, für den Heiligen Geist. Und dann fließt dieser Strom und er wird immer tiefer und größer und breiter und so weiter. Und Hesekiel beschreibt dann, was er dann so alles sieht. Und dann im 12. Vers wird beschrieben, und an dem Strom wird an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Frucht bringen. Seht ihr den Unterschied? Nicht zu seiner Zeit, sondern alle Monate werden diese Bäume neue Frucht bringen. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Diese Bäume machen satt und sie heilen zu jeder Jahreszeit. Egal, Februar, März, April, Mai, völlig egal, ob Erntezeit oder nicht, diese Bäume bringen Frucht Monat für Monat. So, jetzt habe ich viel von Äpfeln und Flüssen erzählt. Warum das Ganze? Weil Jesus dich und mich vor eine Entscheidung stellt. Er stellt dich und mich vor eine Entscheidung. Erwartest du, dass Gott dein Leben verändert und Frucht bringen kann? Und wenn ja, mit welchem Maßstab misst du? Welche Erwartung hast du? Basierst du auf dem Menschenmöglichen? Dann kann ich natürlich nur Frucht erwarten, wenn Jahreszeit ist. Wenn deine Erwartungen, wie sich dein Leben, deine Familie, deine Umstände und so weiter verändern sollen, auf dem basieren, was Menschen möglich ist, was die Situation hergibt, was die Atmosphäre hergibt, was deine Erfahrung dir sagt, was andere dir sagen, was möglich ist, ja, dann kannst du letztendlich auch nur Frucht erwarten, wenn Jahreszeit dafür ist. Wenn Jahreszeit dafür ist. Und ich meine, das wäre ja auch schon ein Erfolg, wenn wir wenigstens zur Erntezeit auch ein bisschen Frucht an uns hängen hätten, dann wäre das ja auch schon Erfolg. Das kann man ja auch feiern. Oder bist du wie Jesus und du läufst zu deinem Baum hin, mitten im Winter, im Frühjahr, und du sagst, auch jetzt soll Frucht an dir hängen. Erwartest du, dass die Kraft, die aus dem Heiligtum fließt,
die Kraft, die Jesus von den Toten aufweckt hat, der Geist Gottes, dass der der Maßstab für deine Erwartungshaltung wird, für ein veränderndes Leben. Und zwar auch dann, wenn du morgen wieder im Alltag bist, auf der Arbeit, bei deiner Familie, bei Freunden oder in der Schule. Die Sache ist die, wenn gerade Erntezeit ist, ist es relativ, und ich meine es ganz bewusst so, relativ easy und erwartbar, Frucht zu bringen. In dem Gottesdienst wie hier heute Morgen mit einer tollen Lobpreisband und so weiter, die Hände zu heben und Gott zu loben, hey, das geht, super, richtig schöner Gottesdienst, ich freue mich hier zu sein, mit euch zu feiern, alle super. Das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes zu erwarten, wenn jemand für dich betet und wenn wir hier so zusammen sind, ja natürlich, das können wir auf jeden Fall. Wenn im Arbeitsplatz alles stimmt, mein Kontoauszug zufriedenstellend ist, wenn meine Ehe gerade alles einigermaßen passt, die Kinder gesund sind, dann dankbar zu sein, naja, das ist irgendwie auch selbstverständlich oder sollte es wenigstens sein. Da ist Erntezeit, das ist erwartbar und es ist eine gute Frucht. Das ist eine gute Frucht. Sei dankbar, wunderbar. Aber was, wenn es gerade nicht so ist? Was, wenn der Haussegen gerade schief hängt, die Ehe kriselt, die Arbeitsplatzatmosphäre vergiftet, der Gottesdienst vorbei, die Lobpreisband mal nicht so prickelnd wie heute Morgen? Ist es dann auch Dankbarkeit, Gottes Lob, der Glaube an das kraftvolle und lebensveränderte Wirken des Heiligen Geistes, welches dein Leben und deinen Alltag bestimmt? Oder passen wir uns doch eher wieder der Jahreszeit an? Ist halt gerade nicht Erntezeit für Dankbarkeit. Ist halt gerade nicht Erntezeit für Lob. Ich fühle mich heute gerade nicht so, dass ich die Hände hebe und laut jubelnd. Sondern ist halt gerade nicht Erntezeit. Was ist unsere Erwartungshaltung? Wie gehen wir daran? Was bestimmt uns? Wir waren im Gottesdienst, da waren wir gerade nach Deutschland gekommen und wir hatten gemeinsam einen Gottesdienst mit der Kirchengemeinde vor Ort, der evangelischen Kirchengemeinde und unserem kleinen Mini. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht gegründet. Es waren halt noch die Überbleibsel von dieser christlichen Gemeinschaft. 12 Leute, Altersdurchschnitt 80, so gefühlt. Und wir haben mit denen gemeinsam einen Gottesdienst veranstaltet. Und das war in der Halle draußen. Und es war richtig krass, da kamen fast 200 Leute. Aber richtig, auch der landeskirchliche Pfarrer war völlig überwältigt, was da so alles da war. Wunderbar. Und dann stehe ich vorne und wir machen das Musikteam, also nicht das Lobpreisteam, sondern das Musikteam. Das war auch wichtig, das ist kein Anbetungsteam, sondern ein Musikteam. Stand vorne und hat... Ich habe Gitarre gespielt und da stand jemand neben mir, hat Klavier gespielt und wir singen die Lieder. Und 200 Leute sitzen vor mir und eine steht mit erhobenen Händen. Es war meine Frau, klar. Und die hat nicht mehr gecheckt, was da geht, aber 200 Augen haben sich plötzlich hingedreht zu dieser einen Person, die da mitten im Winter der Anbetung, mitten im Winter des Lobpreises steht und sagt, es ist mir egal, welche Jahreszeit es ist, in meinem Leben ist Frucht der Anbetung, Frucht der Freude, die raus muss und ich Gott zurufen will. Egal, ob die Band gerade schief spielt oder nicht, egal, ob alle anderen, ich bringe Frucht, auch im Winter. Aber es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so easy, im Winter Frucht zu bringen. Eigentlich wollen wir ja, dass uns nicht die Jahreszeit beherrscht. Eigentlich wollen wir ja auch im Winter Frucht bringen. Eigentlich wollen wir ja auch, selbst wenn Dinge irgendwie schief laufen, festhalten am Glauben, wollen festhalten an den Zusagen Gottes, wollen festhalten daran, dass wir dankbar und freudig unterwegs sind, weil der Herr in uns ist und die Freude am Herrn uns bestimmt. Eigentlich wollen wir das ja, aber es ist so brutal schwer. Und wir rutschen doch immer wieder in unsere Erwartungshaltung zurück, die unsere menschlichen Möglichkeiten, der vorgefundenen Atmosphäre im Büro oder den Erfahrungswerten oder unserem Konto oder unserem Gemeindekontext halt irgendwie entspricht. Und da sind viele Dinge dran schuld. Klar, irgendwie vielleicht Menschenfurcht oder vielleicht haben die Kraft Gottes nicht verstanden oder wir sind so abgelenkt von den sozialen Medien, dass wir gar keine Zeit haben zu verstehen, wer Gott eigentlich ist. Das hat viele verschiedene Ursachen, das ist schon klar. Ich glaube, ein Riesenproblem bei der ganzen Sache und warum wir immer da wieder reinrutschen in die alte Erwartungshaltung, ist, dass wir den Fluss mit einem See verwechseln. Diesen Fluss, den Hesekiel beschrieben bekommt von dem Engel, wir verwechseln den mit einem See. Was ist denn der Unterschied zwischen See und Fluss? Der Fluss fließt. Okay, also, See steht, Fluss fließt. Zu einem See muss ich hinpilgern. Und dann machen wir das. Boah, ich war so dankbar, dass du mir vorhin eine geile Vorlage gegeben hast. So, und dann muss ich da hinpilgern, Sonntag für Sonntag, zu diesem See, der Gottesdienst heißt. Und dann bringe ich mein Gefäß mit. Und dann bringe ich einen Teelöffel mit oder einen Esslöffel.
Oder wenn ich richtig viel, dann bringe ich zwei Eimer mit. Also ich habe das Gefühl, ich brauche immer zwei Eimer, dass wir nicht durch die Woche kommen. Und dann pilgern wir dahin, Sonntag für Sonntag, Hauskreis für Hauskreis, Konferenz zu Konferenz. Weil da werde ich ja neu aufgefüllt, auf jeden Fall. Und dann habe ich meine zwei, drei Eimer voll dabei. Und dann hoffe ich, dass die reichen bis zum nächsten Mal, wo ich hinpilgere zu diesem See. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind die Eimer meistens schon am Montagnachmittag wieder leer. Manche schaffen es nicht mal bis nach Hause und streiten sich schon auf dem Weg. Und ich weiß, dass ihr das macht. Bei uns geht es genauso. Nicht immer, schon klar. Hesekiel wird hier aber kein See gezeigt, wo man hinpilgern kann. Kein See, wo ich meine Eimer dabei haben muss, um möglichst viel zu schöpfen, damit es dann irgendwie durch die Wüste reicht. Nein, hier wird was anderes gezeigt. Hier wird ein Fluss gezeigt, der fließt. Ein Fluss, der fließt, und zwar hin zu mir. Dieser Fluss fließt hin, mitten hinein in meinen Alltag, mitten hinein in meine kriselnde Ehe, mitten hinein in meine Arbeitsplatzatmosphäre, mitten hinein in meine finanzielle Situation, mitten hinein in mein Herz, ja selbst die toten Winkel meines Lebens, genau dort fließt dieser Fluss hinein. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, dass wir unsere Eimer mitbringen zum Gottesdienst und möglichst viel schöpfen, um dann irgendwie zu Hause genug zu haben und zu hoffen, dass das Wasser in dem Eimer nicht irgendwann abgestanden wird. Sondern es geht darum zu verstehen, dass der Fluss der Gegenwart Gottes hineinfließt in mein Zuhause, hineinfließt in die Fahrt nach Hause, hineinfließt in meinen Alltag, hinein in mein Büro und wo auch immer ich morgen bin. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Wir lesen auch in diesem Bericht, wo es diesen Fluss beschreibt, da sagt der Engel zu Hesekiel: Dieses Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet, und weiter hinab zum Jordantal, und dort mündet dieses Wasser ins Tote Meer. Jetzt passt auf. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Dieses Wasser fließt und fließt und fließt bis hinein ins Tote Meer. Und was passiert dann? Dieses Meer wird wieder lebendig. Als ich 12 war, ist mein Papa gestorben. Krebs. Und wir haben 3 Jahre lang gebetet. Ich kann mich an keinen einzigen Abend erinnern, wo wir nicht abends zusammengekommen wären als Familie und gebetet haben mit Glauben, wie es nur Kinder haben können. Bitte, lieber Gott, mach den Papa wieder gesund. Und 3 Jahre später haben wir ihn dann beerdigt, gestorben. Meine Mutter hat dann so einen Deutsch-Australier kennengelernt über eine christliche Kontaktanzeigen, Zeitung, keine Ahnung, die Nachbarn haben gesagt, guck mal, hier musst du hinschreiben. Und 6 Monate später sind wir nach Australien ausgewandert. Da war ich 14. Und ihr könnt euch vorstellen, das war jetzt nicht so easy. So, den Papa verloren, die Mama war nicht ganz gesund zu der Zeit, hatte dann auch Depressionen, hatte 5 Kinderlein, die sie irgendwie, die waren noch jung und so weiter. Und dann die letzten Sicherheiten noch weggenommen, Freundeskreis raus, komplettes Umfeld raus. Ich hatte nur 5 und 6 in Englisch, dann auch noch ein englischsprachiges Land auf die andere Seite der Welt. Keine Ahnung, was da auf uns wartet, mit einer neuen Familie, neue Situation, neue Schule und so weiter. Und in meinem Leben war nicht unbedingt Erntezeit, um es mal so zu sagen, auch in meinem Glauben nicht. Ich hatte irgendwie, ja, Gott gibt schon noch irgendwie, aber ich war auch ganz schön enttäuscht, vielleicht sogar verbittert von Gott. Mit meinen 14 Jahren, ja, ich weiß schon, das passt irgendwie alles, aber erfüllt glauben konnte ich das nicht mehr. So, ich habe gelernt im Kindergottesdienst, wenn Jesus heilt und wenn wir zu Jesus kommen, dann heilt er. Wir haben 3 Jahre lang gebetet, hat nicht geheilt. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann wird mein Leben funktionieren. Naja, ich war in einer Familie, wo die Mama manchmal morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen ist und dann ins Klavier gegangen ist und Lieder gespielt hat. Lieber Tod, bitte komm und küss mich. Und dann die letzten Sicherheiten auch noch weggenommen und in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache. Und da mittendrin, mitten in diese Winterzeit hinein, hat mich dieser Fluss Gottes getroffen. Ich musste nicht meine Eimer nehmen und irgendwo hinpilgern, sondern dieser Fluss ist zu mir geflossen. Oh, jetzt werde ich emotional, das ist ja krass. Mein Fluss hieß Clara Zimmermann. Eine sehr alte, aber sehr feine Dame. Ihre Vorfahren waren Missionare in Papua-Neuguinea. Und sie konnte deswegen auch noch ein bisschen Deutsch, weil die deutschen Vorfahren waren. Und wir hatten dann damals Konfirmationsunterricht. Und es war damals, ich war in der lutherischen Kirche dort, war das so, dass
immer zwei, maximal drei Leute bei einer Person diese ganzen Sachen durchgenommen haben. Um ganz ehrlich zu sein, also Konfirmationsunterricht in Ehren, ich habe nicht mehr so viel Ahnung von den Inhalten, die wir da gelernt haben. Ganz ehrlich, den Katechismus und so, ich kann nichts mehr davon. War auch nicht so wichtig. Aber meine Schwester und ich waren jede Woche dienstags bei ihr. Und es gab Bananenkuchen und schwarzen Tee mit Milch. Ich wusste nicht, dass man Milch in Tee reingießen kann. Und diese alte Dame, die hat uns einfach geliebt. Ich habe nicht gedacht, dass es mich emotional nochmal so berührt. Aber es berührt mich gerade eben doch nochmal sehr. Und so gefühlt einhergehend mit jedem Stück Kuchen, den sie uns da gegeben hat, habe ich gemerkt, wie Stück für Stück das lebendige Wasser Gottes mein verbittertes Herz berührt hat. Wie sie geduldig den Fragen zugehört hat. Wie sie einfach da war und Liebe Gottes weitergegeben hat. Und so ist dieser Fluss Gottes auch in mein Leben geflossen. Wieder neu. Das Gesicht war Clara Zimmermann, aber der Fluss war die Kraft des Heiligen Geistes. Und Stück für Stück für Stück wurde dieses verbitterte, tote, salzige Herz in mir wieder weich und lebendig. Meine Umstände waren nicht unbedingt Erntezeit für tolle Frucht. Eigentlich war es Zeit für Trauer und Bitterkeit, Depression und Chaos in meinem Leben. Vater gestorben, Familie im Chaos, Umzug nach Australien, keine Freunde, keine Sprache, Außenseite im fremdlichen Land. Nach menschlichem Maßstab war jetzt nicht Zeit für Frucht. Und Jesus läuft an diesen Baum und sagt, wo ist deine Frucht? Wo ist deine Frucht, Sam? Wo ist deine Frucht? Und mit menschlichem Maßstab muss ich sagen, ich habe keine. Aber Jesus misst eben nicht mit menschlichem Maßstab, sondern er sendet seinen Fluss hinein in mein Leben und er bringt Frucht hervor. Der Fluss der Kraft Gottes in Form von Clara Zimmermann fließt hinein in mein Leben und jetzt entsteht Frucht, auch in der Winterzeit. Und er sagt, jetzt ist Zeit für Heilung, jetzt ist Zeit für Freude und jetzt ist Zeit für Frieden auch in deinem Herzen. Und mein Leben wurde komplett verändert. Mitten im Winter wurde es komplett verändert. Nicht zur Erntezeit, wo schon alles wieder gut war, wo ich dann eine tolle Frau hatte, wo meine Mama wieder gesund war und wir irgendwie Frieden mit der Situation gefunden hatten. Nein, in der Winterzeit, wo noch alles im Chaos war, entsteht Frucht mitten im Leben. Jesus ist der Einzige, der Frucht fordern darf, selbst wenn es die Jahreszeit nicht hergibt, weil er ist es, der den Geist Gottes hineinfließen lässt in unser Leben. Ein Fluss, der hineinfließt, auch in die toten Winkeln deines Lebens. In die Salzseen deines Lebens, in die Ecken, wo sonst keiner reinschauen darf, genau dort fließt dieser Fluss auch hin. Gott verändert dein Leben wie? Nach seinem Maßstab, übernatürlich, kraftvoll durch seinen Geist. Jetzt sind wir heute hier im Gottesdienst. Ich habe mir sagen lassen, es geht um den Heiligen Geist. Und ich frage mich immer, okay, haben wir verstanden, warum wir hier sind? Wollen wir halt heute unsere 2-3 Eimer Wasser wieder mitnehmen und hoffen, dass es durch die Woche reicht? Oder lasse ich ganz bewusst diesen Fluss seiner Gegenwart hineinfließen in mein Leben? Ich öffne ihm mein Herz, ich öffne ihm mein Leben und sage, komm, fließ herein, du Geist Gottes. Und erleben, wie dieser Fluss zu einer Quelle des Lebens in mir wird, das in die Ewigkeit hineinsprudelt, mitten in meinem Alltag. Eine unerschöpfliche Quelle mitten in meinem Arbeitsplatz, eine unerschöpfliche Quelle mitten hinein in die Ehekrise, mitten hinein in die Schule oder wo auch immer ich bin, mitten hinein und dort sprudelt sie unaufhörlich mit Ewigkeitswasser. Ihr Lieben, dann können die Situationen, die Ecken eures Lebens noch so versalzen und tot sein, das Wasser aus seinem Heiligtum, es fließt und selbst dieses tote Meer wird wieder lebendig. Vielleicht nicht auf einen Schlag, aber Stück um Stück um Stück wird auch dieses salzige Meer, dieses tote Meer wieder lebendig und es wird Frucht bringen zur Speise und zur Arznei, zum Sattmachen und zur Heilung. Und dann gibt es plötzlich sogar im Januar schöne rote Äpfel zur Ernte und das ist absolut lebensverändernd. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist. Ich kenne die meisten von euch nicht. Ein paar kenne ich so ein bisschen. Ganz wenige. Aber meine Frage an dich heute Morgen ist, wo ist dein Januar? Wo ist deine Winterzeit?
Und bei dieser Frage will ich heute Morgen noch ganz kurz bleiben. Wir machen ein bisschen Musik an, dass es nicht ganz so still ist. So. Manche können sich besser konzentrieren mit Musik, andere nicht. Aber meine Frage an dich heute Morgen ist, wo ist dein Januar? Wo ist dein totes Meer? Und wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, mein Leben ist gerade so toll, ich habe überhaupt keine Winterzeit, bei mir ist einfach alles wunderbar, ich habe gerade geheiratet und oder keine Ahnung, gerade im Lotto gewonnen, wunderbar, kein Stress, freu dich, preis den Herrn, so, alles wunderbar. Aber vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, ja, natürlich, ich habe so ein paar tote Winkel auch in meinem Leben. Ich habe so ein paar Situationen, wo gerade nicht Erntezeit ist, auch in meinem Leben. Und jetzt ist die Frage an dich, glaubst du, dass da selbst im Winter Frucht hervorkommen kann? Glaubst du, dass da selbst im Januar rote Äpfel auch in deinem Leben hängen kann? Und dann sage ich dir, nein, kann es nicht, wenn du mit dem menschlichen Maßstab hingehst. Wenn du weiter in dem unterwegs bist, wie deine Erfahrung es dir gelehrt hat. Wenn du weiter mit dem unterwegs bist, was die Erwartungen der Gesellschaft sind oder die Erwartungen deiner Nachbarschaft oder was auch immer, dann garantiere ich dir, wird im Winter keine Frucht wachsen. Aber wir reden ja hier von dem Fluss Gottes. Wir reden hier von dem Geist Gottes. Wir reden hier von dem Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der das Tote eben wieder lebendig macht, der den Salzsee wieder zum Leben bringt, mitten im Winter. Und mit dieser Erwartungshaltung darfst du erwarten, dass mitten hinein im Winter auch dieses tote Meer wieder lebendig wird. Und dazu will ich heute Morgen einladen. Lass den Fluss seines Geistes, seiner Gegenwart genau dorthin fließen. Und ich kann dir garantieren, nicht weil ich das sage, sondern weil sein Wort das sagt, dass Frucht entstehen wird. Ich will kurz einen Moment geben. Und vielleicht willst du einfach mal kurz diese Situationen, diese toten Winkel, auch wenn es weh tut, einmal rauskruscheln und vor Augen halten. Und dann will ich dich herausfordern. Wenn du heute hier bist und sagst, okay, ich brauche diesen Fluss ganz neu auch in meinem Leben. Ich brauche diesen Fluss ganz neu in meiner Situation. Ich habe zu lange gekämpft mit dem verbitterten Herzen. Ich habe zu lange gekämpft mit dem toten Meer in meinem Leben. Und jetzt ist Zeit, dass ich nicht zum Gottesdienst komme und ein, zwei Eimer mitnehme, sondern es ist Zeit, dass der Fluss Gottes wirklich in mich hineinfließt. Dann will ich dich einladen, aufzustehen und dann wollen wir hier gemeinsam beten. Ich gebe kurz einen Moment und dann gebe ich euch einfach diese Herausforderung mit, aufzustehen und ganz neu euch auszustrecken. Jesus, du kennst die toten Winkel unseres Lebens. Du siehst, wo es eher salzig ist und nicht gesund. Du siehst, wo wir spüren, da ist eher Winterzeit. Aber Jesus, ich danke dir, dass du die Winterzeit überwunden hast. Ich danke dir, dass du der bist, der auch die tiefsten Wunden heilt und das toteste Meer auch wieder lebendig macht. Ich danke dir für deinen guten Geist, den du sendest, der in uns ist. Und ich danke dir, dass wir mit diesem Maßstab auch unterwegs sein dürfen. Und ich will jetzt euch, wenn du sagst, ja, heute ist ein Tag, wo ich einfach ganz neu Gottes Geist in mein Leben hineinfließen lassen will, dann darfst du jetzt einfach aufstehen. Und wir beten gemeinsam. Ich gebe kurz einen Moment. Jesus, wir sind heute Morgen nicht hier mit einem großen Eimer. Wir sind nicht mal hier mit einem großen Fass, sondern wir sind einfach hier, wie wir sind. Und wir strecken uns neu aus nach deiner Liebe, nach deiner Kraft. Und wir brauchen diese Kraft, die das Tote wieder lebendig macht.
Und du siehst jetzt jeden Einzelnen, jede Einzelne, die jetzt hier heute Morgen steht. Als Ausdruck dafür, dass sie sagen, ja, ich will neu diesen Fluss des Geistes Gottes auch in mein Leben fließen lassen. Und du siehst, du weißt, du kennst ganz genau, wo die toten Winkel sind. Du weißt ganz genau, wo unser Leben ein bisschen zu salzig geworden ist. Wo das Leben abgestorben ist. Du weißt es ganz genau, du siehst es. Und du kommst auf uns zu und du sagst, jetzt ist Zeit für Frucht. Jetzt ist Zeit für Frucht. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, komm. Komm du ganz neu. Erfüll du unsere Herzen ganz neu. Fließ hinein in unser Denken, in unsere Emotionen, in unseren Geist. Brich neu hervor. Und ich bete, dass wenn wir jetzt hier einfach vor ihm stehen, mit offenen Herzen sagen, komm, Heiliger Geist, dass dann das, was dein Wort sagte, Jesus, Realität wird, auch jetzt hier heute Morgen. Dass wir im Fluss deine Gegenwart leben und dass wir in diesem Fluss Frucht bringen. Ich bete jetzt gerade für diese Winterzeiten in deinem Leben, die vielleicht schon in der Vergangenheit sind, Fehler, die du in der Vergangenheit gemacht hast oder Dinge, die dir in der Vergangenheit passiert sind. Und du sagst, und es belastet mich immer noch. Da ist immer noch irgendwie so ein dunkler Fleck in meinem Leben drin. Wenn es du heute Morgen bist, dieses Gebet ist jetzt für dich. Wir stehen jetzt gemeinsam als Gemeinschaft, als Doxadeo hier heute Morgen hier. Wir sagen im Namen Jesus, das, was damals passiert ist, egal ob es ein Fehler von dir war oder Fehler, die an dir begangen wurden, die haben jetzt keine Macht mehr über dich. Weil Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Und weil du diesen Fehler, egal von welcher Seite er passiert ist, weil du diesen Fehler nicht zu tragen hast, den hat Jesus getragen. Und so bete ich jetzt eine Freiheit über dir aus. Eine Freiheit in Jesus Christus. Und ich bete, dass der Heilige Geist jetzt kommt und da, wo Wunden und Schmerzen sind, dich jetzt berührt und diese heilt. Dass du erlebst, wie das heilende Wasser Gottes jetzt hineinkommt. Und deine Gedanken und dein Herzensschmerz jetzt berührt und heilt. Ich bete für alle, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, egal ob selbst verschuldet oder anderweitig. Heiliger Geist, ich komme, ich bete einfach, dass du jetzt kommst und uns zuerst einfach wieder neue Dankbarkeit schenkst, aber wieder auch neuen Mut schenkst und diesen Glauben, dass du dich um uns kümmern wirst, dass du uns nicht hängen lassen wirst und dass du uns einen guten Weg geben wirst, auch aus diesen finanziellen Schwierigkeiten wieder heraus. Und ich bete noch für alle die jetzt aufgestanden sind, weil in ihrer Ehe oder in ihrer Familie gerade eben irgendwie Winterzeit ist oder die Gefahr, dass es zur Winterzeit geht. Und ich bete jetzt einfach Frieden über euren Familien, über euren Ehen aus. Und wir stehen hier gemeinsam als Gemeinschaft und sagen, Satan, du hast kein Recht auf diese Familien, du hast kein Recht auf diese Ehen. Und alles, was du an Zerstörung und Durcheinanderbringung und Kaputtmachen reinbringen willst, wir stehen hier als Gemeinschaft der Heiligen und sagen, nein, im Namen Jesus, stopp. Und wir beten Heilung über eure Ehe aus. Wir beten Vergebung über eure Ehe aus. Wir beten Kraft aus, neu zu lieben, neu zu glauben, neue Hoffnung zu schöpfen, neu aufeinander zuzugehen. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes, welche hineinfließt, mitten hinein in deine Ehe, mitten hinein in deine Familie. Und wenn du für was anderes stehst, ist völlig in Ordnung. Wir stehen hier gemeinsam als Gemeinschaft und sagen, komm, Heiliger Geist, erfülle du neu. Stück für Stück oder auf einen Schlag. Du darfst wirken, wie du willst, aber wir wissen, dass du wirken wirst, wenn dein Wasser fließt. Danke. Danke. Auch für Frucht im Winter. Danke dafür. Wir ehren dich, wir lieben dich, wir geben dir Raum. Wir haben unsere Eimer weggeschmissen. Und wir erwarten einfach, dass du fließt, mitten hinein. Kein Hinpilgern zu dir, sondern erwarten, dass du zu uns kommst. Ganz neu. Danke dafür, Jesus.